Hallo und herzlich willkommen zu Eingekauft, der Produktkategorie hier auf Klönschnack TV. Ich war bei Rewe und habe eine ganze Menge Getränke gefunden, die mich sehr interessiert haben. Unter anderem einige Fanta-Sorten. Da gab es noch viel mehr, aber ich habe nicht zugeschlagen, weil das meiste davon kannte ich schon. Aber es gibt ein paar Sachen, die habe ich gefunden, unter anderem eben das hier. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Deo-Roller und etwas anderem. Es ist aber tatsächlich eine Patrone. Also das Ding heißt 9mm Energy Drink. Es ist ein Import. Ich weiß gar nicht von woher. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall, ich glaube Russland. Russland könnte sein. Ich knibbel mal diesen Importaufkleber hier ab. Da müsste man ja meistens dann sehen, oh, wo es herkommt. AZ. Ich weiß nicht, woher das hier kommt. 9mm Energy Drink. Mal gucken. So, kann man einfach die Kappe abmachen. Sinnloses Plastik. Super. Finde ich ja mal ganz toll. Dann probieren wir mal 9mm Energy Drink. Das riecht wie ganz normaler Energy. Geil. Ja. Es schmeckt auch wie ein ganz normaler Energy. So ein bisschen, das könnte auch Booster sein. Super. Jetzt habe ich hier eine ganze Menge Geld bezahlt. Nur dafür, dass ich noch so eine Plastikkappe auf meinem Energy habe. Was geil ist, ich kann es zumachen. Also das ist natürlich echt cool. Man sollte es, glaube ich, trotzdem nicht unbedingt umdrehen. Aber wenn man irgendwie unterwegs ist, gerade im Sommer mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Wespen oder mit Fruchtfliegen, die überall rumschwirren, kann man das dann natürlich verschließen. Geiler fand ich immer noch damals Relentless, schön zumachen, aber mal gucken. Naja, also 9mm Energy, das hat schon ungefähr so viel gekostet wie ein Monster, der dann doppelt so groß ist. Aber ja, für den Fun ist es mir das wohl wert gewesen. Macht auf jeden Fall was her, sieht interessant aus. Sehr interessant und ja, dann bin ich mal gespannt, wie die anderen Sachen schmecken, die ich mir geholt habe. Kleiner Ausblick, ich habe da noch, wie gesagt, Fanta, ich habe noch was von Dr. Pepper und ich habe noch was ganz Besonderes, was ich jetzt noch nicht nennen möchte, wo ich auch denke, dass das nicht viel anders schmecken wird als das, aber ich finde das, was draufsteht, einfach super genial. Kommt aber erst demnächst, von daher dranbleiben und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht es gut, ahoi.